zu kommen. Dankeschön. Dankeschön, vielen Dank, Dankeschön. Herzlich willkommen zu Late Night Gaming. Herzlich willkommen zum Spätabendspielkreis. Heute ist der 28. Januar 2023 um kurz nach 10. Herzlich willkommen an diesem wunderschönen Samstagabend. Das heutige Thema habe ich gewidmet einer Mannschaft, die ich als meine Lieblingsmannschaft in Europa bezeichne. Ich würde sogar weitergehen und sagen, nicht nur in Europa meine Lieblingsmannschaft, nein, die Lieblingsmannschaft auf der ganzen Welt. Um welche geht es? Ich habe diese neue Trikot von der Mannschaft. Es geht um den FC Bayern München. Horrorwoche ist das heutige Thema. Warum ist das so? 3 Spiele, 0 Siege, Gnabry-Ärger und der Torwarttrainer, / neuer Kumpel, entlassen. Da kriegt man so langsam Kopfschmerzen beim FC Bayern. Absolut richtig. Das heutige Spiel um 18.30 Uhr hat stattgefunden gegen Eintracht Frankfurt in der Allianz Arena. Endete ein weiteres Mal, wie auch die 2 Spiele zuvor in dieser Woche, mit einem 1:1. Gegen Eintracht Frankfurt, das ist der Zweitplatzierte, kann man das mal machen. Der FC Bayern hat aber geführt nach ein paar Minuten, beziehungsweise nach Halbzeit 1. Leroy Sané hat getroffen. Das Problem ist, man hat das wieder nicht über die Zeit bringen können. Jan Sommer natürlich wieder im Kasten. Okay, ich habe mir die Highlights jetzt noch nicht angeguckt, ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich weiß nur, wer die Tore gemacht hat. Ich kann nicht sagen, wie sie gespielt haben, ob das gut war, ob das schlecht war. Keine Ahnung. Ich kann nur kurz und knapp sagen, Horrorwoche, weil einfach viele Sachen passiert sind. Ja, 3 Spiele ohne Sieg. Zum Beispiel gegen Köln wäre es auf jeden Fall möglich gewesen. Die anderen beiden Mannschaften, okay, da kann man auch mal unentschieden spielen. Leipzig, Champions League-Kandidat, Eintracht Frankfurt ebenfalls. Dann halt dieser Ärger mit Serge Gnabry, der übers letzte Wochenende irgendwann mal oder Anfang der Woche nach Paris auf die Fashion Week geflogen ist, dann hat er nicht performt im Spiel gegen Köln, heute saß er auf der Bank und so weiter und so fort. Also viele Baustellen aktuell beim FC Bayern und es geht ja demnächst weiter im DFB-Pokal. Ich glaube, das ist unter der Woche schon, ne? Ja, unter der Woche ist DFB-Pokal. Da muss man dann auch mal liefern. So ist das und so soll es sein. Der FC Bayern will natürlich auch in diesem Jahr wieder Titel einfahren. Aktuell sind sie noch auf Tabellenplatz 1. Das ist gut. Champions League dabei. Pokal dabei. Aber Paris Saint-Germain steht vor der Tür. In 3 Wochen ist es soweit. Die sind auch gut drauf, die Jungs. Und da muss man einiges mehr zeigen als zum Beispiel jetzt gegen Köln. Aber auch gegen Frankfurt. Frankfurt und Paris ist auch nicht ein Niveau. Da sehe ich Paris dann doch nochmal eine Stufe drüber. Gut. Stopp. Das dazu zum FC Bayern München. Das heutige Trikot widme ich natürlich dem anlässlichen Spiel des FC Barcelonas in der Liga gegen Girona. War das richtig? Ich glaube ja. Oder Gentafe. Mir auch egal. Irgendwas mit G. Plus, da wir heute Samstag haben und wie immer am Wochenende Samstag, Sonntag, Freitag gehört auch dazu, zum halben Wochenende. Wie immer zeitlich eng gebunden sind, müssen wir heute wieder sehr schnell, sehr fix und sehr flott agieren. Und das machen wir jetzt auch. Herzlich willkommen zu Late Night Gaming. Wir sehen uns drüben gleich wieder mit SBCs und natürlich mit den weiteren, nicht den letzten. Den letzten Weekend League kann man so nicht sagen, weil wir ja noch 15 vor der Brust haben. Und den weiteren 5 Weekend League Spielen am heutigen Abend. Herzlich willkommen zu Late Night Gaming. Bis gleich. Ich trinke schon aus der Flasche, so wenig Zeit habe ich. Scheiße, nee. Keiner gesehen. So, jetzt machen wir als allererstes erstmal, wie immer, der erste Werdegang ist in den SBCs, in den Squad Building Challenges. Neues 10-Münzen-Set habe ich da gesehen, oder was? Ist das richtig? Weiß ich nicht. Sehen, 10 Münzen sind. Na, ist doch. Ja, wir werden kein Geld mehr investieren. Das ist nach dem gestrigen Abend, das ist absolut klar. Kein Geld mehr, bitte. Es wird kein Geld mehr in die Hand genommen. Xabi Alonso ist gekommen mit folgenden Werten. 4-4, hoho. Irgendwann auch mal ein Totti gehabt, der Junge, ne? ZM, ZDM kann er spielen. Der hat gute Defensivstats. Natürlich Top-Passwerte. Tempotechnisch 80. Auch ein guter Ball, ne? Der hat wirklich gute, sehr, sehr gute Allround-Werte. Alles über 80.
Gar nicht schlecht, Xabi Alonso, interessante Karte. Tagesanmeldung. Genau das war das, was ich vorhatte, jetzt zu machen. Tag 13 müsste das jetzt sein, den ich hier abgeschlossen habe. So, Adams kommt rein. Und dann müssen wir jetzt ein 10x83 Plus Set kriegen, was wir jetzt direkt am Anfang auch öffnen werden, logischerweise. Warum? Weil es mir Spaß macht, Set zu öffnen. Na klar. Doppel-Upgrade, 83. Plus. Aha. 5 Mittelweltspieler. Na klar, brauchen wir dann Inform auch für, oder was? Nee, nur 85er. Problem ist, ich habe keine 85er mehr. Ich habe das alles irgendwie abgegeben. Mit SBCs. Gestern. Das ist schlecht. Ja, Trend und Vinicius hätten wir noch. Ja, okay, Papier hat sich auch noch. Ja, okay, aber kann man machen. Kriegen wir hin. Das kriegen wir, die kriegen wir auch noch abgeschlossen. Das machen wir auch noch gleich. Auch noch zusätzlich gleich. Plus Doppel-Upgrade. Was brauchen wir dafür? 83. Auch das kriegen wir. Erstmal das 10x83 Plus-Set, was wir jetzt bekommen. Glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Will jetzt hier nichts Falsches erzählen. Ja, 10er. Wir sind halt zeitlich einfach eng gebunden. Schnell, schnell, schnell. Weiter, 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 weiter. Aber war ich so Durst am Ding an? Boah. Ich habe zu salzig gegessen heute, ist das richtig? Nee, eigentlich überhaupt nicht richtig. Ich habe heute kein Met gegessen. Heute gab es kein Met mit Zwiebeln und Salz, Pfeffer. Gab's nicht. Tadic. Ärgerlich, den haben wir ja schon. Na, doof gelaufen. Gabriel, kann mal mitkommen. Die Ärzte kommen jetzt! Mit zu spät! Warum hast du mir das angetan? Ich hab's von einem Bekannten erfahren. Du hast jetzt einen neuen Freund. 2 Wochen lang hab ich nur geweint. Jetzt schaust du weg, grüßt mich nicht mehr. Und ich lieb dich immer noch so sehr. Ich weiß, was dir an ihm gefällt. Ich bin arm, er hat Geld. Du liebst ihn nur, weil er ein Auto hat und nicht wie ich ein klappriges Damenrad. Werd ich mich rächen. Ich werd die Herzen aller Mädchen brechen. Dann bin ich ein Star, der in der Zeitung steht. Und dann tut es dir leid, doch dann ist es zu spät. Zu spät, zu spät. Natürlich im Ritz. Bei mir gab's nur Currywurst mit Pommes Fritz. Der Gedanke bringt mich ins Grab. Er kriegt das, was ich nicht hab. Ich hasse ihn, wenn es das gibt. So wie ich dich vorher geliebt. Nicht aus wie immer. Ich wollte ihn verprügeln, deinen Supermann. Ich wusste nicht, dass er auch Karate kann. Doch dann ist es zu spät. Eines Tages werd ich mich rächen. Ich werd die Herzen aller Mädchen brechen. Dann bin ich ein Star und du läufst hinter mir her. Doch dann ist es zu spät, dann kenn ich dich nicht mehr. Zu spät, zu spät, zu spät. Doch dann ist es zu spät, zu spät. Zu spät, zu spät, zu spät, zu spät, zu spät. Viel zu spät. Die Ärzte mit dem Lied Zu spät. Es ist übrigens nie zu spät, einen Team of the Year zu ziehen. Auch am 28.01. besteht die Chance weiterhin mit einem 3er 85 plus Mittelfeldspieler-Set. Nein, besteht sie nicht. Spanien, ZDM, wie immer. Es ist Rodri als 87er. Der Beste, der hier rausgelaufen kommt.
Busquets und Kostic. Das hat sich gelohnt. Dafür haben wir ein 85er-Team abgegeben. Wunderbar. 10,83. Plus-Spieler Laura Brannigan mit Self-Control. Es wird einfach nicht blau. Es wird einfach nicht blau. Es wird einfach nicht blau. Ich drehe so durch. Ich drehe so durch. Ich drehe so durch. Es wird einfach verdammt nochmal nicht blau hier. Es wird nicht blau. Henderson. Ich drehe so durch, ey. You take my self-control. Wir haben nichts, was lower grade ist, doch. Doppel 83 plus Spielerset auch noch mitnehmen und mehr können wir dann am heutigen Abend auch nicht machen. Es tut mir leid, aber mehr kriegen wir nicht hin. Ja, kommt mit rein. Danke. Wow, Asensio. Solche Wichser eigentlich. Ich glaube auch, dass es spielerisch heute nicht gut laufen wird. Spiel Nummer 6 in der Weekly League startet jetzt. Natürlich wie immer nicht wirklich aufgewärmt an diesem Abend. Mbappé. Oh. Sich eine Absatzposition von Kylian. Ja, fängt den mal ab, macht er gut. Mbappé, Lewandowski, Mbappé gegen Kyle Walker. Kyle Walker, der hat aber auch einen Antritt, der Kerl, ne? Unfassbar, ey. Gut gespielt, Kylian Mbappé. Joe kommt sich schon wieder. Gareth Bale. Immer ein unangenehmer Gegenspieler. Gareth allein durch sein Tempo schon. Macht er so viel richtig, der Typ. Dann ist ein Abschluss, tolles Kopfballspiel, Passspiel, Dribbling, der kann alles, der hat alles auf dem Kasten. Noch defensiv, gar nicht mal so schlecht. Messi. Na, hoch. Lewandowski. Petri. Oh, gibt den gelben Karton. Früh im Spiel die gelbe Karte nach 9 Minuten für Petri. Ja, das ist aber auch berechtigt, der hat den Ball nicht getroffen, nur den Gegner. Pass auf Gareth gegen Ramos. Van Dijk ist noch dabei. Und Donnarumma hat den Ball in seinen Händen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, das ist wichtig. Schlechter Ball, ey. Wirklich schlechter Ball. Gut gespielt, 1-0, Robin von Persie trifft.
nach 14 gespielten Minuten zum 1-0. Ein Tor, was vermeidbar war. Definitiv. Messi, Pedri, Mbappé, links ist Platz. Pedri. Gut gemacht, Pedri und Messi. 1-1 Lionel Messi, der direkte Ausgleich. Super Flanke auch. Pedri. Abgelegt. Messi doch. Als 1 nach 17 Minuten. Substitution for the hosts. Coming off the pitch, number 6, Calvin Phillips. Coming onto the pitch, number 12, Luka Modric. Modric ist gekommen für den Stürmer. Denk mal, bald gerückt. Bale mit in die Offensive rein. Schussversuch. Eigentlich müsste Kylian Mbappé mal laufen. Viel zu spät, Joe Gomez fängt immer ab. Bäh, mit dem Abschluss. Also die Defensive phasenweise wirklich unsortiert. Das gefällt mir nicht, dass er sich so große Lücken erzielen kann. Die nächste Chance, Bäh. Och Mann, Jungs. Und Virgil von Dijk über die rechte Seite. Ein bisschen Platz. Nimmt Levi mit. Nimmt Mbappé mit. Und Cancelo holt sich den nächsten Ball ab. Guter Pass auf Gareth. Wieder ist Donnarumma da. Keine Abseitsposition. Erneut Bale frei vor Keeper Donnarumma. Diesmal klärt Sergio Ramos. Messi. Auf Mbappé. So, der hat jetzt mal ein bisschen Platz. Kylian Mbappé. Und den Platz kann er hoffentlich auch nutzen. Mbappé drüben ist Phil Foden. Spielt er sensationell rüber. Phil Foden, Mbappé. 2-1 Mbappé trifft. Nach diesem Abpraller. Und es ist der erste Sieg am Mordingamt. Sorry, aber Flasche leer, müssen Flasche wieder voll machen. Logisch, oder nicht? So, wir können wieder rübergehen. Ja, das war der erste Sieg. War natürlich nicht so schwierig, nicht so kompliziert. Das haben wir relativ fix vollstrecken können. Ein Sieg. Spiel 7 jetzt somit. Wieder machbar eigentlich. Keine Weltklasse-Aufstellung, die er da hat. Spiel 7. Das ist aber noch Train, Flanke kommt. Ramos ist da. Messi. Levi, Foden, links ist Kylian Mbappé. Mbappé mit Tempo. Normales.
Lewandowski. Komm nicht an Ruben Dias dran vorbei. Wird gut verteidigt, Ruben Dias. Gnades. Und 0-1. Boah, Leute, Ball hat recht. Der fällt den Ball halt vor die Füße, ne? Ich weiß nicht, was Ramos und Van Dijk da machen. Ja, die Ball an, er fällt den Ball vor die Füße und dann steht es 0-1. Okay, ich habe da eine ganz, ganz doofe Vermutung. Also wie Dybala hier den Ball reinhaut. Mit dem rechten Schlappen schon wieder absolut reingewämst. Oben links rein. Plus, das ist eine rote Foot-Champions-Karte, ne? Ganz doofe Vermutung habe ich hier. Ja. Ich glaube, es ist wieder ein Hacker. 2-0. Liegen wir hinten. Warum sollte man sonst mit so einer Mannschaft spielen? Das ergibt auch eigentlich keinen Sinn. Im aktuellen Zeitpunkt. Der Ball kommt mal nicht an. Überall. Trotz all dem, wir liegen mit 0-2 hinten. Nächster Schuss aus der Distanz. Ist mal klar. Glaube ja. Ich weiß nicht, warum. Also, ich werde jetzt wieder dieses Crossplay ausstellen, weil es ist Quatsch. Crossplay ist Quatsch. Du spielst nur noch, wenn du gegen PS. Also für PS5-Spieler Crossplay an, du spielst. Wenn du gegen PC-Spieler spielst, sind alles Hacker. Weil es ist schon sehr, sehr kurios, dass diese ganzen Bälle wirklich alle im Tor landen. Ist es ja auch. Es ist sehr, sehr doof, dass uns das die nächste Niederlage jetzt beschert. Ich kann auch EA da überhaupt nicht verstehen, aber wir werden jetzt, aus. Das ist eine Katastrophe hier, wirklich. Das ist eine Katastrophe. Letzte Woche auch schon gegen Hacker gespielt, das Ding verloren. Diese Woche wieder. Und damit fing es übrigens letzte Woche, was war derselbe Ablauf, ne? Das erste Spiel haben wir gewonnen. Dann wurde das nächste Spiel, also es wurde rausgequittet im ersten Spiel. Das haben wir gewonnen durch einen Quitt. War schnell. Danach habe ich einen Hacker bekommen, habe auch dann wieder umgestellt. Ich meine, das wäre derselbe Ablauf gewesen. Wie diese Woche auch. Und danach lief gar nichts mehr. Mal schauen. Ich werde jetzt noch 3-4 Spiele machen. Ob die auch alle samt wie letzte Woche auch in die Hose gehen. Ich will es hoffen.
spätestens nach der dritten Niederlage werde ich aber heute dann auch sagen, Feierabend. Spiel Nummer 8 in der Wiggle League gegen Davis Money und Co. Zumindest kann man sich sicher sein, das ist ein realer FIFA-Spieler und kein Hacker. Oh, Messi holt sich den Ball zurück. Messi gegen Gikiewicz und da ist Tomori. Ah, das sind halt Chancen, die musst du nutzen. Wenn du den Ball da so wiederholst. Messi ist halt zu langsam dann, ne? Das muss aber ein Tor sein, ey. Ganz einfach. Anthony Davis, alles schnelle Spieler. Mané ist vorne. Gut verteidigt von Sergio Ramos. Stark von Messi, Mbappé, ab geht die Party und die Party geht ab, nein, ohne Konaté. Das war das zweite Mal, dass wir so frei durch waren. Beim nächsten Mal schieße ich einfach. Und jetzt ist er frei durch mit Fonzie Davis, in der Mitte ist Sadio Mané. Fonzie Davis macht es genauso, er schießt einfach drauf. Sergio Ramos. Messi. Mbappé vorne schon wieder. Mbappé. Lewandowski, Mann. Was sind denn das für Ballannahmen? Wie verarbeiten die denn die Bälle da? Den kann man doch wohl weiterspielen. Dazu muss man doch in der Lage sein, als Robert Lewandowski. Nein. Was macht ihr da? Was macht ihr da? 0-1. Und so fängt's an. Goal for the visitors, number 18, Gareth Bale. Was für ein Gegentor. Wieder zu weit rausgerückt, das ist Del Piero. Boah. Jungs. Lewandowski gegen Gikiewicz. Am Tor vorbei. Werten gibt's. Sehr gut. Lewandowski direkt ins Gegenpressing rein. Wunderbar. Genauso will ich das sehen. Ganz hinten ist Levi. Gikiewicz ist da. Ich weiß gar nicht, warum Rafa Gikiewicz bei einer solch guten Mannschaft, die im Tor steht. Kann ich gar nicht genau sagen, aber ist halt so. Happy birthday to the coolest football player, Bernie Jeffries. Happy birthday from all your friends and family. Hinten ist Messi. Kommt nicht dran, da muss Levi doch stehen. Und dann ist das hier ein Tor. Und zumindest eine richtig gute Möglichkeit darauf. Perisic. Davis, Perisic, Davis. Gutes Passspiel, Sadio Mané. Die Tore mit, also die Gegentor, die Art von Gegentor, die wir hier kassieren, einmal so ein, ja, so ein Gegentor, wo sich zwei eigene Inverteidiger über den Haufen laufen, dann liegt der Ball da, Bale nimmt den und haut den rein. Jetzt wieder ein Abpraller. Die Art von den Gegentoren passt mir und gefällt mir überhaupt gar nicht. Qualität, nächsten Ball, der abgefangen wird. Jetzt schon wieder sehr, sehr angepisst, vor allem auf diese Hintermannschaft, die hinten machen. Hier, warum lasst ihr den Bale so weit laufen und nicht einfach mal dazwischen gehen? Eigeninitiative zeigen. Gibt's nicht. Geht nicht. Cannavaro. Mbappé. Wieder nicht an. Lewandowski geht auch dazwischen. Messi. Er hat halt immer noch einen Fuß dazwischen. Das ist bei uns absolut anders. Wir haben unseren Fuß auf dem eigenen Mann. Und er fällt dann hin. Genauso. Herr Walker, sehr gut gemacht.
Boden auf Mbappé. Mbappé. Der Mathieu ist schon wieder da. Boden, zweiter Ball. Mbappé rüber. Mann! Mach doch einfach mal das, was ich sage und was erfolgreich ist. Wieder ein Fake-Shot. Leg den Ball doch einfach rüber in die Mitte. Ey! Wollt ihr mich verarschen? Wir haben hier Chancen schon für 3 Tore gehabt. Es steht 0-2 für den Gegner. Messi, nein, er kommt wieder nicht dran. Was ist denn das für ein Spiel hier? Was ist das für eine Partie? Geht mir schon wieder der Hut hoch. Und das könnte das 3-0 sein. Das hätte sogar sein müssen, Gareth Bale. Das 0-3. Und da ist es jetzt. Keineswegs verdient dieses Ergebnis. Keineswegs. Wenn wir einfach mal konsequent da vorne spielen würden. Hier sind doch die Chancen da. Mbappé. Ivkovic. Oh, aber guck dir das mal an. Ey, was sind das für Pässe, die der da hinten spielt? Und das geht durch. Es klappt. Es funktioniert. Wir kriegen es nicht hin, ein Tor zu erzielen. Aber ja, 3 Stück selber ins Nest gelegt. Von uns. 0-3 hinten zur Pause. Hier. Ihr habt sie nicht alle. Ihr habt sie nicht alle. Ihr habt sie wirklich nicht alle. Dasselbe Spiel wie eine Woche zuvor. Dasselbe Spiel wie eine Woche zuvor. Am 21.01. saß ich hier um diese Uhrzeit letzten Samstagabend. Es war exakt dasselbe. Erstes Spiel gewonnen durch einen Quid. Zweites Spiel einen Hacker gehabt. Umgestellt, Crossplay aus. Und dann passiert nur noch Bullshit. Komisch, dass sich das alles immer wiederholt. Wirklich komisch. Muss Lewandowski, das muss es jetzt am. Achso, voll, ey. Warum steht Lewandowski so? Du verbrätst doch wohl die Flanke dadurch. Du musst den Ball einfach nur hoch genug spielen. Nee, er wird abgefangen, der Ball. Das ist erstaunlich, wirklich. Sehr erstaunlich. Kommt noch nicht durch. Alles wird abgefangen im Mittelfeld schon, beziehungsweise in der eigenen Hälfte bei uns schon. Nächste Chance. Ja, hier. Ja, wieder ist Fonzie Davis dazwischen, wieder in der eigenen Hälfte.
Das aber. Keineswegs. Ich habe ein Déjà-vu einfach von Woche zu Woche. Déjà-vu, weil das wieder ein Spiel ist, wo wir so viel mehr rausholen können, wir machen es nur einfach nicht. Ich hoffe, dass wir uns jetzt hier nicht wieder in dieselbe negative Spirale wie letztes Wochenende reinspielen. Ich hoffe es einfach. Ich hoffe es einfach. Wir können übrigens quitten. Die Spiele laufen scheiße, die Packs laufen scheiße, es läuft ziemlich viel, ziemlich scheiße. Das ist scheiße, dass so viel scheiße läuft. Das ist echt scheiße. Könnte ich kotzen. Kein Bock drauf. Das Spiel gegen FC Japsen. Oh, vielleicht verschenkt er ihren Sieg. Ich glaube aber eher nicht, oder? Ne, noch kein Tor, oder? Dankeschön, FC Japsen, für den Sieg. Immerhin. Mal wieder was Positives. Positives Ereignis. Das ist der 6. Sieg. Nach 9 Spielen, 6 Siege, 3 Niederlagen. Ja. Look nach oben ist da, auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ein Draft-Token ist ja sensationell, richtig gut. Geil, kann ich jetzt auch sehr gut gebrauchen, vor allen Dingen. So. Gut. 381 Stürmer-Set. Oh, also wenn da kein Mbappé drin ist, dann weiß ich es auch nicht. In der Team of the Year-Variante, logischerweise. Gehe ich von aus jetzt, dass der da drin sein wird. Auch im Draft-Token-Set wird auch was Gutes sein. Zum Beispiel im Draft-Token. Weg. Ja, bringt nicht mehr das. Oh, schön. Die Vereinzimmer, die haben das schon, die brauchen doch gar nicht. So ein Mist. So ein Mist. Wow, 7 mit einer 83 sogar. Nicht schlecht. Eines der mit besten Sets, die wir so hatten in letzter Zeit. In den O7. Spiel 10. Und in 3 Partien haben wir bisher heute tatsächlich. Wir haben 4 gespielt, 2 gewonnen und 2 verloren. Ja, was jetzt? Gegen die Pariser Jungs. Puyol, Marquez, Maldini, Perla, Di Maria, Baskos, Modric. Alle dabei. Spiel Nummer 10 startet. Zu früh reingestartet, zu schnell unterwegs.
Das habe ich momentan halt auch so drin, ne? Also egal, was ich irgendwie vorhab, meine Ideen, die funktionieren halt nicht so wirklich. Alle Ideen, die ich so plane, die funktionieren nicht. Auch wenn ich probiere, sichere Pässe zu spielen, das funktioniert halt nicht. Messi fordern. Gordon Lewandowski wäre drüben gewesen. Den kann er nicht erreichen. Messi, ganz stark, kriegt schon mal dann aber selber ins Aus. Das ist halt ein bisschen unglücklich, dass er dann nochmal mit dem zweiten Bein da dran kommt und den Ball ins Aus grätscht. Das ist ärgerlich, wirklich ärgerlich. Rudi Völler. Und jetzt könnte es abgehen, Mbappé. Mit der rechten Seite, Kylian Mbappé. Messi, Cancelo und vorne ist Lewandowski. Die Flanke ist gut. Tatsächlich geblockt, dieser Kopfball. Messi, oh, Mbappé. Oh, ja, ja, ja. Nächste dicke Chance. Sehr viel Billard da hinten. Ball ist bei Phil Foden. Messi, Doppelpacks. Lewandowski. Schade. Ramos geht volles Risiko, das wird überhaupt nicht belohnt. Wir fordern auch noch mit dran, keiner kriegt den Ball, Ramos hat den jetzt wieder. Und Mbappé, ab geht die Post. Wieder Kylian Mbappé und Lev Yashin. Erneut zur Stelle. Mbappé hatte sehr gute Möglichkeiten bis dato schon. Schade. Kujo holt den Ball ab. Ein Pass von Messi. Der ist nicht schlecht für Rudi Völler. Der ist richtig gut sogar für Rudi Völler. Rudi Völler 0-1. So einfach kann es gehen. 20 Minuten. Und es fällt das 0-1. Dann ist der Ball auf Messi. Messi. Da ist Lewandowski, das muss es sein. Ausgleich. 2 Minuten später 1-1. Toni Kroos. Gar kein schlechter Schuss. Der war noch abgefälscht. Gibt die Ecke. Die ist so präzise. Der kleine Thiago klärt. Nachschuss landet bei Donnarumma. Bisschen Platz jetzt für Ramos. Messi mit dabei. Links ist Phil Foden. Wieder Messi. Mbappé. Abfahrt. Mbappé. In der Mitte ist Lewandowski. Nimmt den Ball an. Lewandowski. Oh, oh. Ey. Also von so einem Abschluss kann man sich aber auch mehr erwarten, wenn Robert Lewandowski da mal probiert, aufs Tor zu schießen, oder nicht? Er hat ja überhaupt nicht getroffen. Der ging Richtung Eckfahne, ging der. Lewandowski, Mbappé, das ist eine Abseitsposition von Lever. Unnötig, den Ball da so rüber zu spielen. Das sieht doch, dass es Abseits ist. Da kommt Pedri. Na, kann er nicht festigen, den Ball.
Maldini macht er gut. Oh. Eine Minute gibt's oben drauf. Gibt's denn auch noch eine Chance? Kurz vor der Halbzeitpause. Die gibt's für Robert Lewandowski. Lewandowski mit links. Yashin und der Ball liegt im Netz. Lewandowski 2-1. In der 45. Minute. Und das war ein ganz großer, ganz, ganz großer Supertreffer. Dass die Pille tatsächlich noch den Weg ins Tor findet. Yashin war ja dran. Der hat den, aber der kann den nicht festhalten. Dann kullert der Ball über die Linie. Wow. Glückliches 2-1 zur Pause. Sehr glückliches 2-1 zur Pause. Aber es sieht auch so aus, als hätten wir die besseren Chancen und so weiter und so fort. Halbzeit 2. Weiter geht's. Boah, Sanetti. Nicht dran an den Ball, das ist Mbappé jetzt gegen Charles Puyol, Mbappé. Das ist alles, was wir mit Mbappé so probieren, das halt irgendwie nicht, ne? Kommt mir noch nicht ganz ans Laufen, was die Sachen da so angeht. Mbappé, ja, das macht er jetzt mal gut. Aber auch ein bisschen zufällig, dass er den Ball da so bekommt. Marquez gegen Messi. Maldini über die linke Seite, das Hadji wird abgedrängt von Kyle Walker. Hadji behält den Ball. Jetzt ist er wieder bei uns. Marquez ist schon wieder dran. Das ist gut gespielt, Hadji. Doch vorbei. Wechsel gibt's, Phil Foden verlässt die Partie, es kommt wie immer Gareth Bale. Und Bastian Schweinsteiger genauso wie Paul Pogba besetzen jetzt das Mittelfeld neu. Thiago Pedri raus. Pogba. Boah, das macht dann nicht gut. Gareth Bale. Vernetti. Gareth Bale. Geblockt von Ramos. Mbappé hat wieder Platz. Mbappé hat wieder Platz. Hat sehr, sehr viel Platz. Mbappé. Da ist Messi. Das gibt es doch nicht, ey. Was sind denn das für Pässe? Messi. Kommt nicht durch. Noch die Maria. Modric, Gareth Bale, Modric. Bale läuft vorne. Zanetti bekommt den Ball. Bale ist mit dabei. Boah. Levi. Wird ein bisschen aus dem Tritt gebracht. Lewandowski, Maldini. Ja, jetzt pfeift er auch das Foul.
Gareth Bale. Guter Querpass Bale, braucht erstmal Zeit, den zu verarbeiten. Die Spieler sind schon wieder nachgerückt. Pogba macht es auch nicht schlecht. Und das ist Rudi Völler und der Tritt. Ja. Ich sehe auch echt. Ich finde es auch schwierig. Also ich sehe dieses Spiel hier ganz, ganz doll noch wackeln. 2-2 Rudi Völler. Ich sehe das Spiel noch ganz, ganz doll wackeln hier. 17 Minuten. Ja, was machen wir, wenn keiner nachrückt? Bale. Messi, Modric hinten da. Pogba auch wieder da. Levi. Modric schon viel Zeit weg. Weil wir halt da so nicht durchkommen, ne? Lewandowski, da ist Messi. Mit rechts doch nicht. Ey. Ja, macht aber auch seine Fehlerchen hier. Und die Maria. Es gibt Abstoß. Abstoß. Alles richtig, es gibt Abstoß, ja. Alles gut, genau richtig gesehen. So, Lewandowski wird jetzt die Partie verlassen, es kommt Neymar Junior ins Spiel und komplettiert das Offensivtrio, beziehungsweise wir machen es anders. Nein. Und Di Maria kommt, Gareth Bale rückt eine Station nach vorne. Bale jetzt mit Mbappé vorne im Sturm. Genauso machen wir es. Und Di Maria über die linke Seite. Mit seinem Tempo. Maria, ganz starker Antritt, da ist Mbappé und wieder Charles Puyol. In der 80. Minute mit einer ganz, ganz starken Grätsche. Basti, na komm. Bale. Barney ist da. Jetzt auch für die Maria und Donnarumma pariert. Gelbe Karte gibt es jetzt aber für Marquez in der 86. Spielminute. Das war jetzt gerade die Riesen-Sharks-Nummer für Di Maria. Und die Ecke. Kopf von Toni Kroos. Geklärt vorerst von Di Maria. Abgefangen von Messi. Der Ball kommt nicht durch auf Bale, oder? Gareth Bale. Gareth Bale, da kommt dann den Ball. Bale, Bale, Bale gegen Zanetti. Bale und drüben ist einfach Bale. 88. Minute 3-2. Gibt's doch nicht. Ausgekontert. Par excellence. Wow. So. Wow. Das ist ja unfassbar. Bale rückt in den Sturm mit rein. Di Maria soll links verteidigen.
Wir haben ein gutes Mittelfeld, wobei ich gerade überlege, ob wir den Paul Pogba da wirklich rausnehmen, weil er mir ein bisschen zu offensiv ist. Aber wir lassen ihn drin. Wir haben nur noch Offensivspieler und einen ZM jetzt noch mit dabei. Neymar Junior kommt nochmal und ersetzt Lionel Messi in der 90. Minute. Gibt's nochmal den Wechsel. Und den Einwurf gibt's auch nochmal. Messi, super Spiel gemacht, verlässt den Platz. Diego Forlan, ganz stark von Kyle Walker, braucht er nicht hinterher. Das gibt's doch nicht. 3-3 in der 90. Wieder der Last-Minute-Ausgleich. Wir haben in der 88. das Tor erzielt. Und wir bekommen das Gegentor in der 90. Weiß ich nicht, ob es gerechtfertigt ist. Er hat mehr Schüsse, das ist richtig, aber nicht mehr erwartete Tore. Schon wieder nicht unsere Führung über die Zeit bringen können. Schon wieder nicht. Das gibt es einfach nicht. Das ruckelt auch. Bale vorne. Der lange Ball schon wieder auf Gareth. Na, Sanetti ist da. Warum kommt Bale so schlecht in den Tritt? War ein guter Ball von Paul Pogba. Nochmal rüber, Bale, mach es, er macht es, 4-3, 96. Minute, Gareth Bale steht goldrichtig. So macht gut gespielt, nochmal rübergelegt von Di Maria. Unser. Was ist das denn? Ja, Van Dijk ist verletzt und hebt hinten das Abseits auf. Da wird Fairplay natürlich auch groß geschrieben, ja. Jetzt wieder auf Van Dijk. Problem ist, wir haben keinen Innenverteidiger mehr. Dafür haben wir einen Stürmer namens Kylian Mbappé. Und wieder Lev Yashin. Pogba. Ne, Di Maria bringt die Ecke. Nach innen gezogen, da ist Van Dijk. Basti kommt nicht dran und jetzt geht's nochmal den Konter über Fekir. Fekir. Abgefahren von Cancelo, ganz wichtig. Wieder Bale. Wieder abgeblockt. Maria interpretiert seine Rolle sehr offensiv da. Und das ist Forlan. Und das ist noch nicht der Treffer. Mbappé. Nochmal Bale. Nein, pfeift ab. Boah, die Riesenschocks in der 105. für Diego Forlan. Es bleibt beim 4-3. Alter, 17 zu 14 Schüsse.
Die letzte Viertelstunde in dieser Partie bricht an. Maria. Mbappé kriegt den Ball nochmal zurück und Yashi. Diesmal ausgeführt von Neymar Junior. Die kommen wieder nicht schlecht als Mbappé. Und Gareth Bale. Abgeblockt. Wieder Bale. Und Gini. Es gibt den Freistoß. Gibt den Freistoß. Das ist eine richtig gute Freistoßposition. Das ist eine Top-Freistoßposition. Und wer kann das? Gareth Bale. Natürlich. Gareth Bale kann das. Gareth Bale kann das. Bale tritt an. Bale! Oh. Aufs Dach. Was ein Typ. Walker nochmal und ganz stark. Wichtig, dass Van Dijk da noch dran war. Mbappé. Verliert den Ball an Zanetti. Der Ball kommt zu Forlan und es steht wieder 4:4 in der 120. Minute. Warum rückt Sergio Ramos da raus? Das hat keiner gesagt. Und die wieder auf. Bale. Jetzt wird sie aber wild. Wir rücken alle nach vorne, ne? Jetzt gibt's keinen Morgen. Ich möchte das nicht. Pogba, Neymar. Wieder der lange Ball auf Gareth Bale. Da vorne ist Nene, Puyol schon wieder dazwischen. Das darf nicht wahr sein, ey. 120 Minuten sind rum. Nochmal rausgespielt. Nochmal nach vorne. Wieder abgefangen. Wieder abgefangen. Es gibt noch einen Konter. Kylian Mbappé. Boah. Boah. Dann können wir froh sein, dass der nicht irgendwo im Winkel einschlägt. Aber auf der anderen Seite können wir auch wirklich enttäuscht sein, weil wir das Spiel innerhalb von 90 und 120 Minuten schon hätten über die Zeit bringen müssen. Jetzt geht's ins Elfmeterschießen. Jetzt geht's ins Elfmeterschießen. Der Gegner fängt an mit Diego Forlan gegen Donnarumma. 0-1. Ramos. Verschießt. Gareth Bale. 2:0. Neymar Junior. Neymar Junior. Verschießt auch. Nabil Fekir. Renato Donnarumma. Gareth Bale. Drin, 2-1. Toni Kroos. Trifft ebenfalls. Paul Pogba muss treffen. Paul Pogba muss treffen. Paul Pogba muss treffen. Paul Pogba trifft. 3:2 und den müssen wir jetzt halten. Sonst ist das Spiel hier vorbei. Kylian Mbappé tritt an und trifft und beschert den Gegner den Sieg. Ich glaube, wir haben in dieser Partie viermal vorne gelegen.
verlieren, dann das Elfmeterschießen. Nee, er hat es 1-0 gemacht. Dann haben wir das Spiel gedreht. Weil es hat auch größtenteils wirklich gut gespielt war. Es waren keine schlecht rausgespielten Tore. Es war ein bisschen glücklich, klar. Wir machen sogar in der 88. Minute, gehen wir in Führung durch Mbappé. Und in der 90. Minute Frankie de Jong. Ey. Wieder die Führung durch Gareth Bale. Und wieder 113. Diego Forlan. Warum ist da die Lücke? Ich kann es nicht verstehen. Und dann verlieren wir das Ding echt im Elfmeterschießen, ne? Was für eine bittere, bittere Pille. Wir kommen ja heute mit unseren Siegen nicht wirklich voran. Zwei haben wir geholt, aber das hätte auch einer sein müssen. Ganz klipp und klar. Spiel zu verlieren, da kann ich kurz sehen. Messi und Ginola im Sturm. Spiel Nummer 11. Mbappé läuft und er kriegt den mal auf. Kleiner Mbappé, da hinten ist Lionel Messi mit dem Kopf. Dann geht er nicht zu Robert. Der Ball. Ins Boateng in der Innenverteidigung. Interessante Aufstellung. Guter Ball auf Lewandowski. Wow. Richtig guter Ball auf Robert. Das ist Messi. Abgefangen von Pedri, der Ball. Rechter Pass von Thiago. Messi. Messi. Ja, so einfach kann es gehen. Das sind zweimal Jungs, die richtig gut schießen können, die einigermaßen freie Schussbahn haben. Die sind nicht mehr frei durch. Zwei Schüsse aufs Tor, zwei Tore. Da kommen die Hütter. Ganz einfach. Können wir dann ganz einfach nicht mithalten. Für vorne oder vorne.
So bitter es klingt, aber es ist so. Irgendwo so ein bisschen an Halt verlieren. Ein bisschen, ja, veraltet sind. Die nächste Flanke, die nicht zu Lewandowski kommt, sondern zum Hintermann Lewandowski, Mbappé, der einfach gedeckt ist. Warum macht die es nicht einfach? Warum spielt ihr nicht den ersten Mann an, der frei ist? Es ist in den letzten Tagen eine riesige Katastrophe, dass die Bälle einfach zu kompliziert gespielt werden. Messi, Mbappé. Ricardo, Jürgen Cafu, keine Chance. So what? Kann rausgewinnen. Der dritte Schuss aufs Tor. Einfach ein bescheidener Abend. Wieder der Schaute wieder. Sehr, sehr bescheidener Abend. Thiago ist das mal. Mit dem Flachschuss. Lafont ist da. Abgefälscht, gibt die Ecke. Thiago konnte nicht klären. Danilo, Messi. Und nochmal Donnarumma. Pogba, Pedri, Messi. Gibt es hier nochmal eine Idee auf Lewandowski? Nein. Da ist wieder einer dran. Paolo Maldini. Jetzt
Mit Cafu. Ronaldo, kein Foul scheinbar. Dekot, CR7. Wieder Paul Pogba, wieder in die falschen Füße gedribbelt. Aber nochmal Probleme bei diesem Rückfahren. Das sieht man ihn an. Ja. Katastrophe, wir können das nächste Spiel eigentlich quitten hier. Nächstes Spiel, was wir hier quitten können. Ganz hinten ist Levi. Jetzt kommt er auch endlich mal dahin, wo er hin soll. Oder ist der Abschluss einfach zu präzise von Robert Lewandowski? Messi mit der Ecke. Da ist Mbappé. Pogba kommt auch nicht dran. Jetzt nochmal Pogba. Pogba! Und Lafont. Wieder Messi. Diesmal auf Gareth Bale. Wieder geklärt. Siehst du es einfach, dass es nicht läuft, ey, wenn so ein Rückpass einfach im Tor auslandet und nicht beim Keeper. Das ist ziemlich, ziemlich beschissen. Wieder eine Mappe. Wieder ist mal die Nieder. Spiel. Rote Karte für Van Dijk. Ey. Geht's noch? EA Sports. It's in the game. Glaube ja wohl nicht. Ich glaube, hier geht's überhaupt nicht mehr. Ich glaube, hier geht gar nichts mehr. Ich glaube nicht, dass es hier noch geht. Glaube ich nicht. Hier geht's auch nicht mehr. Das ist doch keine rote Karte. Wieder zwei Niederlagen jetzt in Folge. Zweimal in Folge verloren. Das erste Spiel hätten wir nicht verlieren dürfen. 90. Minute Gegentor kassiert. Das Spiel hier. Das sollten wir verlieren. Letztes Spiel für den heutigen Abend, Spiel Nummer 12. Der Wigan League an diesem Wochenende. Jetzt. Petra Cech im Tor, Moore, Bailly, Hernandez und Payet im Sturm. Gute gegnerische Mannschaft. Jetzt Spiel Nummer 12. Pässe müssen ankommen. Wir freuen zu schnell zu viel nach vorne. Was eigentlich gar keinen Sinn ergibt, weil wir ja eh relativ langsamen Spielaufbau haben. Und okay, wird hier noch für den Gegner. Foden als letzter dran. Das ist Messi, das ist Mbappé. Da hinten ist Lewandowski. 1-0 Robert Lewandowski. Das war richtig gut gespielt. Und Lewandowski per Köpfchen. Zum 1-0 früh im Spiel. Dijk.
Ich verstehe euch nicht! Drei Innenverteidiger, die kann einfach dran vorbeilaufen! Was machen wir denn hier? Mann, ey! Es ist nur noch frustrierend, dieses Spiel! Nur noch frustrierend! Messi! 2-1! Warum läuft das da? Mbappé, warum gehst du da nicht dran? Du hast doch mehr Tempo als Messi. Es werden einfach jedes Mal die falschen Entscheidungen getroffen. Jedes Mal genau das wird gemacht, was ich nicht gut empfinde. Was einfach nicht das Richtige ist. Natürlich muss der Mbappé dran. Der soll doch kontern. Das macht doch am meisten Sinn. Nächster Ball, wieder auf Lewandowski, Cech und Thiago zum 3-1. 21. Minute, Thiago trifft. Hilfe und kriegt ihn mal trotzdem Mbappé und Lewandowski, Tschech. Messi, 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 vorne, nochmal zurück zu Messi und Tschech. Erneut Petr Tschech. Den nächsten Mal zurück. Lewandowski rüber. Das kann nicht wahr sein. Ey, wir sind mit zwei Leuten frei durch. Es kann nicht wahr sein, dass da kein Tor entsteht. Boah. Ist das fahrlässig hier? Ist das fahrlässig? Es ist einfach nur fahrlässig. Habe ich schon gesagt, dass es einfach absolut fahrlässig ist? Gelbe Karte für Bailly. Na, ich bleib bei Verwarnung, okay. Ja. Messi mit dem Freistoß. Nicht schlecht, aber zu wenig Kraft. Oder Matthäus. Messi bleibt dran. Okay.
Halbzeitpause. Wir führen mit 3-1. Eigentlich ein souveränes Spiel. Abschluss, vielleicht ein paar Schwächen. Ansonsten ist die zweite Führung für mich auch absolut verdient. Nochmal was auf. Pogba am Bell kommen, wie immer. Zur zweiten Halbzeit. Der Ball rollt schon wieder. Oh yeah. Lewandowski fängt den Ball ab. Lewandowski! 4-1. Super Treffer von Levi. Ganz trockener Flachschuss. Unten links. Beziehungsweise unten rechts rein. Mit dem linken. Unten rechts rein. Ball selber wieder geholt. Ball einfach so abgefangen. Und verwertet. Tschech keine Chance. Dran zuletzt, einmal für uns. Mbappé macht er gut. Da ist Messi, da ist Levi und das ist das fünfte. Lewandowski trifft. 5-1. Keine Chance, wieder für Petr Cech. Und halt bei der Ballführung. Verlust. Und solche Dinger, wenn es jetzt 2-2 gestanden hätte, hätte ich mich natürlich maßlos über das Tor aufgeregt. Aber das Spiel spiegelt halt absolut unsere Konzentrationsfähigkeit wieder. Denn solche Schwankungen, die haben wir einfach immer wieder dabei. Immer wieder mit dabei. Immer wieder solche Flüchtigkeitsfehler. Immer wieder kleine Fehler nah an unserem Tor dran. Unnötig. Das ist der Pass auf Joe Cole. Spielt ihn rüber. 5-3. 60. Minute. Und jetzt heißt es wirklich nochmal Achtung. Ja? Es sind noch 30 Minuten zu spielen. Er hat zwei Tore erzielt. Ist auf zwei Tore jetzt rangekommen zum 5-3. Gareth Bale über links. Da ist Mbappé. Da ist Lewandowski. Kommt nicht dran. Auf ja. Heute mit dem nächsten abgefangenen Ball. Das war von Dijk. Den Ball da nicht an. Mach drei Kreuzzeichen, wenn das Spiel ja auch vorbei ist und wenn das Spiel hoffentlich dann auch mit einem positiven Ergebnis zu Ende geht. Drei Kreuzzeichen mache ich dann. Drei Stück. Ribéry kommt für Lionel Messi. Ribéry so ein bisschen zentraler, jetzt hinter Mbappé und Robert Lewandowski.
Ribéry mit dem langen Ball. Super gespielt auf Kylian. Mbappé. Och Mann, ey. So knapp am Torwart. Die Chance für Stoikov. Basti. Kylian und nochmal zu zentral vorne rein. Sollte eigentlich eher auf Bale gehen, auf der linken Seite, der war durchgestartet, im vollen Lauf war noch. Das hat wahrscheinlich besser funktioniert. So, und jetzt steht's Dybala, 5-4. Ein Tor nur noch und der Gegner ist wieder im Rennen. Und das ist der Fehlpass von Franck Ribéry. Die Hütte ist jetzt natürlich aufgeheizt hier, zu Hause. 3 Tore aufgeholt. Wieder Mbappé, wieder Mbappé. Mbappé ist Levy, der kommt nicht dran. Levy auch zu weit gelaufen, Paulo Dybala. Cancelo. Mbappé zurück auf Mbappé, Mbappé und Lewandowski macht 6-5. 6-4. Oh, Gareth Bale. Gut. Top. Trotzdem richtig gut. Wunderbar gekämpft. Genauso will ich das sehen. Mbappé, Mbappé, 7-4. Damit war's das. Wir gewinnen die letzte Partie am heutigen Abend. Es wurde wieder eng, es wurde wieder knapp, es war wieder anstrengend. Wieder auf der Kippe. Er ist bis auf ein Tor reingekommen. Ist egal. Wir holen den 7. Sieg ins Haus. Wir fahren den 7. Sieg ein am heutigen Tag. Bin zufrieden. Nach 12 Partien haben wir 7 Siege, 5 Niederlagen. Dabei waren heute Spiele, die wir nicht hätten verlieren müssen. Auch ganz klar so, muss ich so sagen. Ich muss es ganz klar so sagen. Da gab es Spiele, die wir nicht hätten verlieren müssen, dürfen, sollen. Gab es. Wir haben es trotzdem getan. Okay, schade. Nee, Bremer wollen wir ja auch nicht abgeben. In Bremer wollen wir doch eine Mannschaft noch bauen. Ich meine, wir haben noch ein paar 84er, aber so richtig viel an guten, hochwertigen Spielern ist natürlich auch heute wieder nicht dazugekommen, ne?
kann echt EM spielen, Renato Sanchez, wow. Wir geben das mal so ab. 8 Ligue 1 Spieler zum Abschluss. Das ist das letzte Set, was ich am heutigen Abend öffnen werde. Jetzt hier. Vielleicht kriegen wir nochmal einen schönen knackigen Messi zum Abschied. Dann wäre ich vielleicht auch heute, also wäre ich ausnahmsweise heute mal wieder glücklich. Zum Abschluss. Aber, ich habe da so ganz, ganz große Bedenken. 3 seltene, 5 gewöhnliche Ligue 1 Spieler. Folgende Jungs sind mit drin. Kein Blinklicht, keine Lampe, Dimitri Payet. Und damit ist eine weitere Chance vergeben, einen Team of the Year Spieler zu ziehen. Wir haben es nach über einer Woche, Totti, immer noch nicht geschafft. Und damit wird es auch bleiben. Sehr, 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 sehr schade. Morgen Abend geht es natürlich weiter. Morgen Abend werden wir wieder Spiele spielen. Klar, in der Weekend League. Die letzten 8 Spiele stehen morgen an. Die Sets öffnen wir morgen Abend logischerweise auch, weil das Totti hier noch draußen ist. Und was sonst noch alles so dann morgen vielleicht auch in den Sets sein wird, bleibt Zukunftsmusik. Ich habe viele Sets geöffnet, bis jetzt kam nichts und die Hoffnung wird auch von Tag zu Tag einfach geringer, weil die größten Sets habe ich schon geöffnet. Es wird jetzt nichts mehr Dickes kommen. Ein 500k-Set habe ich schon geöffnet für 30 Euro. Und selbst da war nichts drin. Von daher wird es dieses Jahr ziemlich sicher nichts werden mit einem blauen Spieler. Sehr, sehr schade. Wirklich sehr, sehr schade. Ich hätte es mir gerne, also ich hätte es mir persönlich halt schon gegönnt. Aber was willst du machen? Vielleicht nächstes Jahr wieder 2024. Ja, kannst nichts machen. Wir machen jetzt Schluss. Wir sehen uns ab 10 Uhr morgen Abend wieder. Pünktlich mit den letzten 8 Spielen und den Weekend League Rewards. Vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Danke fürs Zusehen. Gerne bis morgen Abend. Ciao. Tschüss. Wir sehen uns. Bis dann.